Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Weihnachten klopft an der Tür, Weihnachtsspecial. Und zum Glück können wir auch diese Weihnachten wieder halbwegs normal feiern. Ich sag mal, die Dunkelheit verzieht sich aus dem Auenland. Zur Weihnachtszeit schenkt man Geschenke, doch Sie beschenken mich schon das ganze Jahr, indem Sie meine Videos ansehen, meinen Kanal abonnieren. Und ich sage Ihnen was, ich freue mich über jeden einzelnen Zuseher und über jeden Abonnenten. Glauben Sie mir das. Aber auch ich habe ein Geschenk für Sie. Doch dazu etwas später. Die schönsten Geschenke bekomme ich von Ihnen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, in der Sie mir positives Feedback zu meinem Kanal geben. Das freut mich immer und versüßt mir den ganzen Tag. Ganz besonders freuen mich diese E-Mails, in denen mir Leute davon erzählen, dass sie sich einige Ratschläge meinerseits zu Herzen genommen haben und seitdem ein schöneres Zusammenleben mit ihren Hunden genießen. Das freut mich immer ganz besonders und davon bekomme ich überhaupt nicht genug. Lieber Zuseher, ich möchte hier kurz mal das Thema Kommentarfunktionen ansprechen. Klarerweise wissen Sie, dass in allen meinen vorangegangenen Videos die Kommentarfunktion deaktiviert ist. Bei diesem ist es offen, dazu auch später. Und das hat einen Grund. Lassen Sie mich kurz mal erklären. Sie werden sicher verstehen, weshalb das so ist. Ich habe einen Freund, der hat einen recht erfolgreichen Kanal auf YouTube betrieben. Der war politisch orientiert, dieser Kanal, und der lebte von den Kommentarfunktionen. Selbstverständlich war auch ich anwesend auf dieser YouTube-Seite und sah mir seine Sachen an. Mit manchen war ich einverstanden und mit manchen war ich weniger einverstanden. Und ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen unter diesen Videos und glauben Sie mir, die waren teilweise unterstes Niveau. Irgendwann mal habe ich ihn gefragt, sag mal, wie hältst du das aus? Selbstverständlich liest du ja die Kommentare, nimmst du das nicht mit? Und er sagte zu mir, sehr wohl. Also das belastete ihn enorm. Und er meinte, selbst wenn er 1000 positive Kommentare erhält, ein Kommentar, in dem er persönlich schwerst beleidigt oder beschimpft wird, begleitet ihn den ganzen Tag und zerstört ihm diesen auch. Und ich funktioniere da ähnlich. Ich sage Ihnen was, ich weiß, dass alle meine Abonnenten, ja Sie, hohes Niveau pflegen. Ich weiß das, davon bin ich überzeugt. Aber es gibt auch immer Zuseher eines Videos, die sich einschleichen, welche sich aus irgendwelchen Gründen auf die Beine getreten fühlen und schwer zu schimpfen beginnen. Ich möchte das nicht. Selbstverständlich ist mir klar, dass es hier Filter gibt, dass Sie Kommentare nachträglich löschen können. Doch mir geht es eher weniger darum, dass meine Zuseher diesen Kommentar sehen, sondern hier geht es mir wirklich nur um mich persönlich, denn auch ich nehme so etwas mit. Und glauben Sie mir, ich bin ein Mensch, der nicht gern streitet. Mit mir kann man diskutieren, wie mit jedem anderen Menschen, sich nicht einer Meinung sein, ganz klar. Aber persönliche Beleidigungen und Beschimpfungen in der Art und Weise, wie ich sie am Kanal meines Freundes erlebt habe, möchte ich nicht haben auf meinem Kanal. Denn wenn mich wer auf diese Art und Weise beleidigt, wie mein Freund da oftmals beleidigt wurde, dann wäre mir das lieber, diese Person steht vor mir und sieht mir in die Augen dabei und sitzt nicht hinter der Tastatur und schreibt das. Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß, dass alle meine Abonnenten hier jetzt den Kürzeren ziehen, denn Kommentarfunktionen sind ja teilweise sehr wichtig. Hier werden die wichtigen Informationen untereinander ausgetauscht und so weiter. Aber ich möchte mir meine Tage durch eine Person, welche sich hier nicht benehmen kann, nicht zerstören lassen. Bitte verstehen Sie das. Ich verspreche Ihnen aber, hier und da mal ein Video zu bringen, wo ich die Kommentarfunktion aktiviere, so wie das heute der Fall ist. Und hier habe ich sie heute aktiviert, damit wir uns mal alle grüßen können. Vielleicht wollen Sie ja generell einen Weihnachtsgruß an die Welt über meinen Kanal hinaus senden oder die anderen Zuseher des Kanals Dog Special grüßen, kann ja sein. Selbstverständlich können Sie auch Fragen oder Tipps für mich in die Kommentare hier reinschreiben
oder Vorschläge für zukünftige Videos etc. Und wenn nicht, dann können Sie mich ja jederzeit an meiner privaten E-Mail-Adresse anschreiben und das dort tun. So viel zum Thema deaktivierte Kommentarfunktion. Bitte verstehen Sie das. Jetzt zu meinem Geschenk. Wie fange ich da am besten an? Vor einigen Monaten hat mich eine gute Bekannte, mit welcher ich in Wien aufgewachsen bin, angerufen. Die sagte zu mir: Hallo Ronny, du kennst ja meine Hündin oder du weißt ja, dass ich seit dieser und dieser Zeit meine Hündin habe. Und dann und ich sage, ja, kennen. Ich kenne sie oberflächlich, aber wirklich kennen tue ich sie nicht. Was ist los? Ist was geschehen? Hast du Probleme? Sie sagte mir, dass sie speziell in den letzten Monaten extrem lustlos sei, keine Lebensfreude vorweist, schlechten Appetit hat und sich auch nicht freut, vor dem, oder wenn sie zu ihr sagt, komm, gehen wir spazieren. Jetzt begann ich zu graben und fragte sie detailliert, wie ihr Tagesablauf ist mit dem Hund und so weiter und so fort. Ich kam drauf, dass, also sie ist berufstätig, dass sie täglich zur selben Zeit mit der Hündin kurz geführt immer dieselbe Strecke spazieren geht. Dadurch, dass diese Hündin recht ängstlich ist, ja, hat sie nicht die Möglichkeit, mit dieser Hündin eine Hundefreilaufzone zu betreten, was sowieso ein heikles Thema ist. Ja. Über Hundefreilaufzonen werde ich in Zukunft ein eigenes Video bringen. Das heißt, sie kann mit dieser Hündin nicht Hundefreilaufzonen betreten, wo die Hündin spielen kann, weil sie sich vor anderen Hunden fürchtet. Das ist ein Hund, der für den Gebrauchshundesport, welcher Hunden viel Spaß macht, nicht geeignet ist. Das ist kein Jagdhund, kein Schlittenhund und so weiter. Das heißt, das Gebiet von Abenteuern, das sie dem Hund bieten kann, ist relativ, ja, wie soll ich sagen, klein. Jetzt machte ich ihr einen Vorschlag, den sie sich zu Herzen nahm. Und 3 Wochen später hat sie mich wieder angerufen und gesagt, hör zu, seit ich das tue, ist meine Hündin klar erkennbar. Fröhlicher, hat mehr Appetit, schlaft besser, träumt sehr viel und jedes Mal, wenn ich sage, komm, wir gehen spazieren, springt sie auf, stürmt auf mich zu mit wedelnder Rute und freut sich darauf. Ja, was habe ich getan? Eigentlich dasselbe, wie ich tue bei meinem Hund. Und jetzt möchte ich mich hier kurz mal erklären. Mein Hund kam ja, wie Sie wissen, schwerst traumatisiert zu mir aus Rumänien, war die ersten 5 Monate seines Lebens in einem Holzpferch eingesperrt, sah die ersten 5 Monate seines Lebens nur eine Holzwand, sonst nichts. Also von Zivilisationsprägung kann keine Rede sein. Vieles hat er sich bis heute beibehalten und vieles bekomme ich auch nie wieder aus ihm raus. Also er funktioniert völlig anders als ein normal heranwachsender Hund. Ja. Auch ich muss nach Strategien suchen, die ich meinen Hund bieten kann, damit er ein schönes, spannendes Leben führen kann. Denn obwohl ich ein alter Gebrauchshundesportler bin, ist die Arbeit am Gebrauchshundeplatz mit meinem Hund nicht möglich. Ich würde zu ihm nicht durchdringen können, er wäre zu stark abgelenkt von anderen Hunden, von fremden Menschen und so weiter. Er funktioniert hier sehr kompliziert. Auch Hundefreilaufzonen kann ich mit ihm nicht betreten, weil mein Hund Rüden gegenüber zu dominant ist. Und um damit keine Schwierigkeiten zu produzieren in Hundefreilaufzonen, das möchte ich nicht, das liegt mir fern, gehe ich dort erstmals gar nicht rein. Auch mein Hund ist kein Schlittenhund und kein Jagdhund. Das bedeutet, auch bei diesen Themen kann er sich nicht seine Abenteuer holen. Ich trainiere 1 bis 2 Mal die Woche mit ihm an der Unterordnung, doch das reicht natürlich nicht. Selbstverständlich spiele ich auch zu Hause mit ihm oder werfe ihm den Ball. Doch auch das reicht manchmal nicht, um einen Hund Lebensfreude zu schenken. Was ich mache, ist dadurch, dass der Freilauf bei meinem Hund aufgrund seines starken Jagdtriebes recht eingeschränkt ist und bei mir viel Wild, Rehe, Hasen herumlaufen, da habe ich ihm dieses K9, Julius K9 Brustgeschirr besorgt, habe mir eine Leine gebaut mit 3,30 Meter Länge, die etwas elastisch ist, also sich bis auf 3,50 Meter dehnt und simuliere somit einen Freilauf. Mit dem bin ich mit ihm fast täglich über Stock und Stein unterwegs. Also wir zischen durch die Wälder, über Berge, überall hin und oftmals komme ich selbst bei Temperaturen unter 0 Grad völlig verschwitzt nach Hause, weil ich mit meinem Hund Stoff gebe.
Bei diesen Spaziergängen nimmt mein Hund jedes Mal neue Eindrücke wahr. Er sieht Wild, er nimmt neue Witterungen auf, er sieht andere Gegenden, er kann viel laufen. Ja, also das ist eine super Alternative zum Freilauf. Diese Kombination Brustgeschirr mit recht langer Führleine, sage ich mal. Ja. Und das bringt unterm Strich ein Ergebnis, dass mein Hund sehr lebensfreudig ist. Also wenn ich zu ihm sage, komm, wir gehen fort, patsch, ist er bei mir, die Route, die arbeitet und er freut sich aufs Fortgehen. Er schlaft gut, er träumt, weil ich ihm Stoff zum Träumen gebe. Auch meiner Bekannten habe ich gesagt, hör zu, vergiss das Halsband, vergiss die kurze Führleine, leg ihr ein gutes Brustgeschirr zu, besorg dir eine Leine oder schneider dir eine Leine, mach dir eine Leine selbst mit etwa 3 Meter Länge, 3,50 Meter Länge, das ist optimal, und fahr 2-3 Mal die Woche mit ihr irgendwo hin, wo sie etwas anderes sieht. Denn jeden Tag immer nur dieselbe Strecke mit dem Hund spazieren zu gehen, wenn der Hund sonst keine Abwechslung genießt, wie Gebrauchshundesport oder sonst was, Sie wissen schon, ist so, als wären Sie ein Mensch, der in seinem ganzen Leben nur sein Haus und sein Grundstück sieht und täglich dieselbe Zeitung liest. Nichts anderes ist das. Auch hier sind Sie bald nicht mehr lebensfroh und werden vielleicht depressiv. Das habe ich ihr gesagt. Und seitdem freut sich die Hündin jedes Mal aufs Spazierengehen. Sie bekommt Stoff zum Träumen, denn die Eindrücke werden ja selbstverständlich beim Schlafen verarbeitet. Das heißt, sie scheppert mit den Pfoten. Sie wissen schon, wie das aussieht, wenn Hunde träumen. Herum, sie entwickelt Appetit, hat viel mehr Lebensfreude. Und das möchte ich als Geschenk jedem Menschen da draußen schenken, der vielleicht, passen Sie auf, der vielleicht mit den Gedanken hadert, ich glaube, mein Hund wird zu wenig beschäftigt. Ich bin berufstätig, ich kann aus verschiedenen Gründen keine Hundefreilaufzonen mit ihm betreten, damit er sich dort spielen kann. Ich kann keinen Hundeabrichterplatz mit ihm betreten, aus verschiedensten Gründen. Er ist auch kein Jagdhund, wo er sich ausbauen kann, oder kein Schlittenhund und so weiter. Sie wissen schon, ich glaube, mein Hund hat keine Freude an seinem Leben. Versuchen Sie das mal. Legen Sie sich ein gutes Brustgeschirr zu, eine Leine, die lang genug ist, um ihm genügend Bewegungsradius zu bieten. Eine 3 Meter, 3,50 Meter Leine ist top. Alles, was länger ist, ist für mich schon wieder uninteressant. Eine 3 Meter oder 3,50 Meter lange Leine ist super. Erstens bietet sie ihre Bewegungsradius für den Hund, wenn er sich rund um ihnen bewegt. Und sie ist gleichzeitig immer noch gut zu handeln, gut zu kontrollieren. Und zeigen Sie Ihrem Hund andere Ortschaften. Gehen Sie mit ihm wohin, wo er noch nicht war. Lassen Sie ihm neue Bekanntschaften, geruchstechnisch neue Bekanntschaften machen, neue Eindrücke gewinnen. Tun Sie das. Und soll ich Ihnen was sagen? Sie sind kein schlechter Hundebesitzer, wenn Sie das von sich vermuten oder wenn Sie vermuten, dass Ihr Hund zu kurz kommt. Sie sind ein guter Hundebesitzer. Wissen Sie wieso? Weil Sie darüber nachdenken. Schlechte Hundebesitzer sind die Leute, denen das egal ist. Die sich denken, egal, Hauptsache mein Hund kommt raus und kann sich entleeren. Das sind keine guten Hundebesitzer, aber Sie... Sie sind ein guter Hundebesitzer, denn Sie denken drüber nach und Sie machen sich Sorgen deswegen. Deswegen sind Sie ein guter Hundebesitzer. Also mein Geschenk an Sie ist der Ratschlag, tun Sie das und glauben Sie mir, Ihr Hund erfährt Stantabede mehr Lebensfreude dadurch. Das war mein Geschenk an Leute, die dieses Geschenk vielleicht brauchen könnten und das würde mich sehr freuen. Doch, es würde mich auch freuen, wenn Sie dieses Geschenk nicht brauchen würden, denn dann weiß ich ja, dass Ihr Hund diesbezüglich ausgelastet ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Lieber Zuseher, vor Neujahrsbeginn kommen noch 2 Videos. Ich werde mir Mühe geben, dass die toll werden. Und zwar geht es in einem Video um einen imposanten, wunderschönen, großen, tollen Hund, der auch anfängertauglich ist. Sie werden ihn vielleicht kennen. Ich werde ihn da auf Herz und Nieren prüfen und vorstellen. Den Namen verrate ich Ihnen noch nicht. Lassen Sie sich überraschen. Und das Video direkt vor Silvester, also vor Neujahr, das präsentiert Ihnen einen Hund wie ein Feuerwerk. Ja. 2024 dann möchte ich weiter voll durchstarten und ich freue mich schon darauf. Doch nun wünsche ich selbstverständlich auch im Namen meiner Frau und Vito Ihnen fröhliche Weihnachten, ein besinnliches Fest.
für Ihre Familie, für Sie selbstverständlich und nicht zu vergessen, für Ihre Hunde und seien es Chihuahuas oder Irish Wolfhounds oder Mixe. Liebe Zuseher, das war's. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt feiern Sie ein schönes Fest. Bis dahin, Ihr Dog Special.